Hallo meine lieben Freunde, es ist der 1. Mai, einen wunderschönen Feiertag wünsche ich euch. Das bedeutet, der April ist vorbei und der April war vollgepackt mit tollen Sachen. 2020 ist bisher natürlich für uns alle ein schwieriges Jahr, für den einen mehr oder weniger, für mich zum Beispiel natürlich weniger, weil sich für mich eigentlich nicht wirklich viel geändert hat. Aber ich habe das Jahr 2020 bisher genutzt, um sehr viele Sachen nachzuholen. Sei es jetzt, wie zum Beispiel im April, Assassin's Creed, vor allem natürlich den Ezio-Marathon mit die Ezio-Trilogie von meinem Pile of Shame, sowohl als auch zum Beispiel habe ich endlich mein Lieblingsspiel Final Fantasy VII gestreamt. Jetzt ist einfach scheinbar der perfekte Zeitpunkt. Mit 30 sollte ich so langsam mal die Sachen machen, die mir wirklich wichtig sind, bevor der Zug abfährt. Vielleicht wird er ja noch besser, aber ich glaube, jetzt ist gerade ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Und außerdem natürlich das Final Fantasy VII Remake. Der April war vollgepackt mit tollen Sachen. Wir haben aber hauptsächlich Assassin's Creed und Final Fantasy gespielt. Und im Mai sollen natürlich noch viele weitere tolle Sachen folgen, wie zum Beispiel ab Montag Watch Dogs. Da habt ihr euch ausgesucht, dass wir Watch Dogs 1 und 2 demnächst spielen. Aber das soll natürlich noch nicht alles sein. Ich möchte noch viel mehr tolle Sachen machen, denn gerade in Bezug auf das Thema Lieblingsspiele denke ich mir, jetzt ist wirklich der beste Zeitpunkt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ein Lieblingsspiel steht nämlich noch offen, nämlich das tatsächlich, was direkt nach Final Fantasy VII kommt. Also mein zweitliebstes Spiel of all time. Ich habe es damals gesuchtet ohne Ende und war immer glücklich, wenn ich dieses Spiel gespielt habe. Ich werde es euch nicht verraten, denn ich möchte, dass ihr morgen am Samstag um 16 Uhr dabei seid, live im Stream. Denn ich werde morgen ab 16 Uhr komplett ein Spiel am Stück durchziehen. Fingers crossed, dass es klappt. Ein Spiel komplett am Stück durchspielen, das ist nicht allzu lang, es ist eher kurz, es ist eine komplette Parodie, aber es ist so unfassbar witzig. Das heißt, bitte schaltet ein, ich werde es jetzt nicht verraten, einfach nur damit ihr nur alleine wegen des Namens schon automatisch nicht einschaltet. Denn ihr solltet es tun, denn selbst wenn ihr dieses Spiel nicht kennt, gebt diesem Spiel nur eine halbe Stunde und ihr werdet es lieben und ihr werdet weinen vor Lachen. Und wenn nicht, ja, dann solltet ihr nachdenken. es wird großartig. Morgen komplett am Stück, nämlich als kleine Überbrückung zu Watch Dogs. Wir werden ja heute Abend noch Liberation im Stream beenden, das ich, by the way, echt cool finde. Und morgen gibt es dann eben dieses kleine Spezialprojekt. Am Sonntag mache ich eine Pause und ab Montag gibt es dann die komplette Woche Watch Dogs 1. So lange, bis ich mich entscheide, direkt Watch Dogs 2 zu machen oder wir machen dann auch nochmal ein kleines Nebenprojekt, was ein, zwei Streams geht, einfach nur um den Kopf zwischendurch ein bisschen frei zu kriegen. Ich möchte noch viel, viel, viel mehr machen. Das Jahr ist wirklich vollgepackt mit coolen Spielen, die noch kommen werden. Aber natürlich auch mit ganz vielen Projekten, mit alten Spielen, die ihr selbstverständlich dann auch wieder für den Juni zum Beispiel voten könnt. Ich möchte eigentlich mit diesem Video auch gar nicht mehr sagen, außer dass morgen 16 Uhr absolut wichtiger Termin ist. Denn zumindest, oh ey, wer keine Zeit hat, VOD gucken. Wirklich, halbe Stunde VOD, ihr werdet jetzt durchgucken. Weil das ist so witzig, das ist wirklich so witzig. Ja, ein großes Dankeschön möchte ich an der Stelle noch natürlich raushauen an die Leute, die weiterhin ihre Unterstützung hier auf YouTube laufen lassen. Nämlich an den lieben Terrissan90, an Raven, Shadow Creeper, Smash Joker, Jan Rubin, Yannick Baumann, Borna, Chaos, Gion, Super Nanny, Dark Luke, Lieber Scooter, Tauren, Tom Priebe, Meister Maximilian, Big Eat, Hubi, Alpha Wölfin, meine liebe Kid, Rattlesnake, Dennis Hen, Johannes Hornung, Joel, F-Kamp, das alternative Ende und Shadow. Vielen Dank, dass ihr trotz meines wenigen Contents im Moment auf YouTube meinen Support hier weiter laufen lasst. Vielen Dank für den absolut insane Support im April, der in 10 Jahren Content-Creator-Geschichte in meinem Leben noch nie so vorhanden war. Es hilft mir so unglaublich sehr und ich hoffe, dass das nicht ähnlich bleibt, weil das ist so real. Aber dass wir noch weiter viel, 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 viel Zeit zusammen verbringen können und noch lange streamen können, denn dieser Support macht das möglich. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, einen schönen Feiertag noch, ein schönes Wochenende und schaltet morgen am Samstag um 16 Uhr ein. Ihr werdet es nicht bereuen, versprochen.